Willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Im letzten Part haben wir einige Sachen Sidequests gemacht. Und damit wollen wir heute auch weitermachen. Aber vorher brauche ich erstmal einen neuen Hammer der Hela. Und ein neues Schwert wäre auch ganz schön. Und dann können wir los. Und davor möchte ich auch erstmal noch ein bisschen Zeit hier im Dorf verbringen. Weil es ist eh gleich nachts, dann wäre es jetzt sinnlos, aufzubrechen, sag ich mal. Und deswegen können wir hier ein paar Sachen machen. Zum Beispiel die Wand hier hübsch machen. Was ist denn da passiert? Warum ist die so hässlich? Habe ich das wohl vergessen zu machen? Beziehungsweise hatte ich da keine Blöcke mehr oder was? Ganz schnell nachholen. Das geht ja so nicht. So, wo sind die jetzt? Da oben. Ups. Der Steuerkreuz vom Switch Pro Controller ist manchmal einfach seltsam. So. Gut, dann machen wir es mal hier. Ich wusste, dass der erste Block nicht gemacht werden würde. Das war mir direkt klar. Egal, jetzt wenigstens. Gut, und dann gehen wir erstmal zu Barbarella und beenden die Mission, würde ich sagen. Du hast in Leo Galis Lagerraum die Pläne für einen Prototypen gefunden. Los, Marvin, lass mich mal einen Blick darauf werfen. Potztausend! Diese Pläne verraten uns alles, was wir wissen müssen, um den Bau der ultimativen Waffe abzuschließen. Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen, was? Ich habe versucht, selber darauf zu kommen, aber am Ende habe ich es ohne seine Hilfe nicht zustande gebracht. Der Mann, den ich geliebt habe, und der Mann, den ich getötet habe. Ich habe dir doch von der Forschung erzählt, mit der Leo Galis beschäftigt war, nicht? Wahrscheinlich hat er zu viel geforscht und sie wollte halt auch so ein bisschen Zeit mit ihm verbringen oder so. Und dann ist es passiert, keine Ahnung. Wir haben mit Leib und Seele daran gearbeitet, einen Weg zu finden, die Mächte von Feuer und Eis zu kombinieren. Aber wie viel Mühe er sich auch gegeben hat, er hat dieses Ziel nie erreicht. Bis du aufgetaucht bist, hatten wir Menschen eben einfach nicht die Fähigkeit zu sowas. Mit jedem gescheiterten Experiment verkümmerten sein Geist und sein Körper ein Stück mehr. Und es gab nichts, was ich tun konnte, um ihm zu helfen. Und dann, eines Tages, kam der Drachenfürst. Er sagte, wenn Leo Galis sich mit den Monstern zusammentäte, würde er ein Wissen erlangen, das die menschliche Vorstellungskraft übersteigt, sodass er sein Lebenswerk vollenden könnte. Diesem Angebot hat Leo Galis nicht widerstehen können, und er hat ja gesagt. Irgendwie ironisch, nicht? Er hatte sein ganzes Leben lang an einer Erfindung gearbeitet, mit der sich die Armee des Drachenfürsten auslöschen ließe. Aber dann war er irgendwann so besessen von seiner Arbeit, dass er sein wahres Ziel aus den Augen verloren und sich denen angeschlossen hat. Wir hatten einander versprochen, dass wir, was auch immer geschehen würde, was auch immer wir tun müssten, niemals zulassen würden, dass die Monster gewinnen. Als er dann zu einem von ihnen geworden war, da habe ich getan, was ich tun musste. Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt definitiv einiges. Müssen jetzt scheiß Monster hier auftauchen. Hier, kommt mal her. Und nochmal. Und nochmal. Sehr schön. Das ist doch wundervoll. Gut. Hör doch auf, da irgendwas wegzubomben! Bist du bescheuert? Meine Güte! Oh, es ist hier ein riesiges Loch entstanden. Holy shit, Alter. Was denken sich meine Leute eigentlich? Ja, ich bumm da mal etwas weg. Ist mir doch egal, was soll's. Bum, bum, bum. Einfach mal hier schon die Landschaft zerstören. Die ich schon 10.000 Mal wieder aufgebaut habe, aber egal. Was soll's. Ich habe hier wirklich die Landschaft oft wieder aufgebaut. Einfach weil die zu hohl waren. Das hier, diese Maschine nicht zu bedienen. Oh Mann, ey. Ups. Ach, was soll's. Jetzt ist wenigstens,
die Zeit quasi rumgegangen, dass ich am nächsten Tag quasi frisch wieder losziehen kann. Dann nehmen wir auch Paparellas Mission erst später an, würde ich sagen. So, und dann gehen wir jetzt durch das rote Teleportal und finden heraus, was auf der anderen Seite da hinten war, wo wir dieses riesige Schloss gefunden haben. Aber vorher rüste ich mich kurz aus. Ich mache wieder die Musik hier an. Warum nicht? Ein bisschen schön 8-Bit-Musik lauschen. Oder können wir mal das Dragon Quest 1 Badass hier in 8-Bit hören? Also, das ist auch ganz cool. Weil wir müssen ja gleich kämpfen, so viel wissen wir ja schon. Da hinten, aua. Da hinten war ein Monster. Das habe ich schon gesehen gehabt, in dem Schloss. Deswegen müssen wir definitiv kämpfen. Wie ist eigentlich meine Rüstung? Ist die... Boah, die ist auch voll haltbar. Ich dachte, die wäre schon kaputt irgendwie. Aber das Ding ist einfach, hier in der Version kommt der Track halt viel fröhlicher rüber, als er eigentlich ist, finde ich. Wenn man den in der orchestralen Version hört, ist der Track einfach mega emotional, finde ich irgendwie. Zumindest für mich, weil ich halt Dragon Quest 2 zum einen sehr gerne mag und zum anderen, weil, ich weiß nicht, er halt mega gut die ganze Situation hier in dem Kapitel widerspiegelt, finde ich. Und auch allgemein die Situation zu Beginn von Dragon Quest 2. Weil die Storyprämisse in Dragon Quest 2 ist halt, dass ein Königreich angegriffen wird und eine verletzte Wache ausschwärmt in mein Königreich quasi, wo der Held halt der Prinz ist und sagt, ja, wir wurden angegriffen. Und dann muss der Held halt alleine losziehen, um da zu gucken, was eben passiert ist. Und auf dem Weg trifft er eben Freunde und dann spielt auch ein anderer Track, wenn er seine Freunde getroffen hat. Aber der Track hier ist einfach perfekt für die Prämisse bei für die Prämisse in Dragon Quest 2. Wie gesagt, er hat eben zu Beginn keine Freunde und die Reise ist einfach mega schwer und wie gesagt, es ist einfach ein Königreich angegriffen worden, zerstört worden. Man muss da jetzt alleine durch die ganze Reise. Einfach sehr krass und da passt eben der Track hier sehr gut dazu. Bevor wir jetzt in das Schloss reingehen, will ich erstmal ganz gern gucken, was hier oben eigentlich ist. Ob hier oben noch irgendwas drauf ist. Geh weg, du Mistvieh. So. Nö, schade. Wir haben mal hier auch ein paar Höhlen gefunden. Unter anderem. Und da ist das Schloss. Und dann sind ja irgendwelche Monster drin gespawnt. So viel haben wir im letzten Part noch gesehen, aber dann bin ich halt gegangen, weil ich nicht reinkam. Weil die Tür hier versperrt ist mit dieser Wand, die ich eben mit meinem normalen Schwert nicht kaputt machen konnte. Und im letzten Part hatte ich ja kein Hammer der Hela. So. Jetzt haben wir den originalen Track. Hallöchen. Oh, es sind zwei Schatztruhen. Nice. Was geht hier eigentlich wieder ab? Was explodiert hier schon wieder? Holy shit, Alter. War viel zu viel. Chillt mal alle. Nein, 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 nein. War ja schon mal down, sehr schön. Oder es war keiner von denen, die wir besiegen müssen. Cool. Jetzt ist mir einer hier reingefolgt. Das war der wahrscheinlich. Oh Gott, Alter. So viel hier am Abgehen. Oh Gott. Mich sterben.
Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Genau wie auf deinen Laserstrahl, weißt du das? Oh, Crit, nice. Und was sagt er zur 8-Bit-Version? Ist nicht so cool wie die orchestrale Version, oder? Aber erfüllt trotzdem ihren Zweck, wie ich finde. Vor allem eben in der... im originalen Spiel. Ist hier hinten noch irgendwas? Ja. Aber trotzdem ist eben die 8-Bit-Version ohne Frage besser. Hi. Die orchestrale Version, was labere ich? Die orchestrale Version ist besser. So. Au. Bam, 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 bam. Und jetzt stirb. Aber ist auch mal wichtig, die Tracks zu hören, finde ich. Was quasi der Ursprung der Dragon Quest Spiele war. Der musikalische Ursprung. Hier sonst nichts oder was? Okay, interessant. Und wir bekommen einen Lebenssamen, nice. Absonderliche. Oh! Das ist spannend. Weil... die brauchten wir... um den Motor herzustellen. Okay. Das heißt, es war sogar eine Story-Location. Ich hab mir schon gedacht, als ob die so ein episches Schloss hier irrelevant für die Story machen. Aber es war halt hinterm roten Teleportal. Das hat mich gewundert. Weil wir sind ja hier eigentlich schon längst fertig, sag ich mal. Egal, was soll's. Dann können wir jetzt auch Barellas Aufgabe machen, würde ich sagen. Oder ist der Track hier aus Dragon Quest 1? Ich weiß es gerade nicht genau. Entweder aus Dragon Quest 2 oder 1. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hallöchen, Barbarella. Potz 1000, jetzt hast du mich doch tatsächlich dazu gebracht, dein Herz aus... dir mein Herz auszuschütten, ne? Naja, jedenfalls sollten wir langsam mal auf... Das wollte ich nicht wegdrücken, ups. Wir müssen die ultimative Waffe bauen und die Anführer der Monster ausschalten, ne? Leo Galli hat noch den magischen Motor fertigstellen können. Der das Ding antreiben sollte. Aber er hat nie rausgefunden, wie die Waffe selbst zusammengesetzt werden kann. Deshalb bist du jetzt ja an der Reihe. Es wird Zeit, uns zu zeigen, was der Bauer wirklich auf den Kasten hat. Es ist soweit, Marvin. Es ist nun endlich Zeit, diesen Krieg zu beenden. Benutze diesen magischen Motor, um die ultimative Waffe zu bauen. Und benutze dann die ultimative Waffe, um ihm alle Feeds und den Gletschergeist zu besiegen. Wie du das Ding baust, so wie du es nennst, das liegt ganz bei dir. Aber was auch immer du tust, du musst die Waffe bauen. Okay. Rambolide. Gefährt. Das ist ja geil. Und was wurde mir jetzt markiert? Vielleicht, wo ich die Teile finde? Hier, mach mal. Oh. Das ist ja spannend. Ich kann jetzt Auto fahren, scheinbar, weil es ist ein Auto, logischerweise. Oh Gott! Oh nein! Jetzt habe ich das hier selbst zerstört, ich Depp.
Warte mal, ich will es mal ausprobieren. Wusch. Das ist ja geil. Du tot. Noch bremsen. Nice. Oh boy. Und jetzt. Boah, ich wollte den Geist treffen. Mist viel. Oh no. Nice. Bam. Bam. Ist das geil. Oh mein Gott, ey. Ey, dieses Spiel. Was die Entwickler alles für Ideen hatten, einfach. Das kam als halt komplett unerwartet, sowas. Nice. Einfach so ein Auto, was die Gegner quasi voll rammen kann. Episch. Du hast es geschafft. Ich wollte eigentlich pennen, aber egal. Du hast hier die ultimative schlechte Deutschigkeit oder so. Die ultimative Waffe gebaut. Danke, Marvin. Jetzt kann Leo Galli in Frieden ruhen. Stell dir nur mal vor, wie viel anders es gekommen wäre, wenn er das Ding für den Drachenfürsten gebaut hätte. Wenn die Monster über so eine Macht verfügen würden, dann hätten wir keine Chance gegen sie gehabt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bereue, was ich getan habe. Aber vielleicht war es so am besten. Verstehe mich nicht falsch, Marvin. Was ich getan habe, habe ich nicht getan, um die Welt zu retten. Ich habe es getan, um ihn zu retten. Potztausend, Marvin. Musst du dich andauernd zu sentimental werden lassen. Es wird Zeit, dass wir die Vergangenheit ruhen lassen und unseren Blick auf die Zukunft richten. Und es gibt nichts, das mehr nach Zukunft aussieht, als die Waffe, die du gebaut hast. Ich dachte erst, das wäre eine Rakete, aber es ist wohl eher so eine Art Gefährt, richtig? Und hast du dir schon einen Namen für das gute Stück überlegt? Was? Der Rambolide? Pfah, du bist vielleicht ein Genie, wenn es darum geht, Sachen zu bauen, Marvin. Aber einen anständigen Namen zu finden, ist wohl nicht deine Stärke. Aber naja, der Name ist es ja nicht, auf den es ankommt. Jetzt, wo wir die ultimative Waffe haben, sind wir bereit, es mit dem Magma Defeat und dem Gletschergeist aufzunehmen. Das heißt, jetzt kommt wohl bald der Bosskampf, oder was? Nee, es sieht aus nach einem normalen Kampf. Erstmal. Wow, und es geht wieder los. Verflixt noch eins. Was zum Geier hat denn da gerade so gerumpelt? Das wird wohl nicht. Ja, doch. Aber ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will schlafen. Den Kampf werden wir dann. Blablabla. Genau. Den Kampf werden wir dann wohl im nächsten Part angehen. Heute werden wir erstmal das hier essen und dann die fucking Giganten jagen, die noch fehlen. Aber dafür nehme ich mir zum einen meine... Ich will die Truhe öffnen. Dafür nehme ich mir zum einen meine Jungs mit. Und zum anderen brauche ich dafür noch ein paar mehr... Oh! Heil-Items. So, wo ist ein Monster? Ich will sie rammen. Wo denn? Ah, da. Wow, wie viele einfach. Ja, das könnte jetzt wehtun, liebe Monster. Nicht gegen die Wand davor, bist du dumm? Nein, falsche Richtung. Du Depp. Bam. Oh. Okay, der muss scheinbar so treffen. Sonst geht's nicht. Okay, das ist auch nicht so geil mit dem Ramboliden. Vor allem nicht, wenn die hier fast dabei sind, mein Ding zu zerstören. Aua. Und tschüss. Das ist ja gestorben. Scheiße. Okay, der steht wieder auf. Super. Ja, das ist halt gut, weil ich brauche jetzt auch, Max. Ja, brauche ich. So, du kommst mit und du kommst mit, Bruno. Ich weiß nicht, vielleicht sagen die jetzt was Neues. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber was soll's.
Was soll's, okay. Und dann gehen wir jetzt ganz kurz durch das Teleportal durch. Vernichten den fucking blauen Giganten. Mal damit, mit dem Ramboliden, sollte der jetzt einiges an Schaden nehmen, auf jeden Fall. Und dann ist er noch der dran im grünen Teleportal. Da waren wir bisher noch gar nicht eigentlich. Bei dem, bei dem waren wir, glaube ich, auch schon. So, zum einen würde ich das hier gleich essen, um meine Angriffskraft ein bisschen aufzustärken. Und dann geht's los gegen den Giganten, würde ich sagen. Lass den Schleim in Ruhe. Kommt ihr? Ja, perfekt. Und los geht's, würde ich sagen. Das wird jetzt witzig. Warum denn nicht? Toll. Weil meine Jungs dabei sind oder was? Aber warum geht's nicht? Ich muss aufpassen. Mann! Ich dachte jetzt, halt, das schaffe ich mit links, aber... Was machst du? Hol den Ramboliden, wo er eher nicht... Man kann halt auch einfach nicht ausweichen. Man muss halt schon vorahnen, wenn der angreift. Aber die Hälfte haben wir gleich schon mal. Ich sterbe definitiv kein zweites Mal gegen den. Das sehe ich nicht ein. Eigentlich können ja meine Jungs die ganze Arbeit machen. Das heißt, ohne Mist. Mann, das ist unfair. Man kann da einfach nicht mehr ausweichen. Es geht einfach nicht. Gott, dreht mich das auf, Alter. Das ist echt geil. Nein, das war falsch. Könnt ihr vielleicht mal draufhauen? Hört mir ja mal für den Kampf eigentlich so eine scheiß Kanone. Warum? Für den Kampf so eine scheiß Kanone mitnehmen. Dass wir das mit der quasi machen. Dass die Kanone quasi. Fuck. Dass die Kanone quasi ihn abschießt und so. Aber. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich eben dachte. Ja, mit dem Rambock geht das voll klar. Aber haha. Yes, er ist tot! Kopf sollte. Nice. Okay, da haben wir schon mal den einen gekillt. Den anderen machen wir jetzt definitiv nicht. Das tue ich mir nicht an. Was wir jetzt heute noch machen werden. Katzenhalter, okay. Was wir jetzt heute noch machen werden, ist ein bisschen meine Siedlung aufschicken. Hübschen, genau. Aufschicken vor allem. Schick machen, wollte ich sagen. So. So. Wir haben jetzt nämlich noch ganz viel Dekoration. Okay, mach halt mal wenig Musik an. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber okay. Wir haben jetzt ganz viel Dekoration, die wir benutzen können hier. 7 Wandleuchter, habe ich die bitte her? Und wo ist diese scheiß Drachenkopfsäule? Das hier können wir ja auch irgendwo aufhängen. Und den könnten wir eigentlich draußen mit zur Abwehr nehmen. Dahin. Perfekt. Das war klug.
So. Okay, jetzt würde ich sagen, hübschen wir die ganze Sache hier auf. Wir wollen ja ordentlich auf die, auf die Punkte kommen, die gefragt sind. Scheiße. Ich wollte nicht das Bild wegmachen. Ich wollte nur den Katzenständer aufstellen. Anstatt der Fackel. Die kommt jetzt einfach an die Ecke, würde ich sagen. So, wo packe ich die hin? Ist auch überhaupt nicht creepy oder so. Wie kommt ihr darauf? So, kommen eigentlich in die Stadt hier keine weiteren Bewohner mehr? Wir haben halt nur 6 Bewohner. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Aber ja, ich schätze mal, dass jetzt gleich der Bosskampf quasi gegen den Dings kommen wird. Deswegen, ja. Machen wir mal alles hübsch, würde ich sagen. Mach so ein geiles Bett hier. Oh, die geben 100 Bonuspunkte, die Kisten. Das ist nice. Da sind die Säulen, die ich gesucht habe. Die können wir noch aufstellen, die Bücher. Die können wir noch hier hin und hier hinlegen. So. Wo können die Säulen noch hin? Also hier rein. Ups. Kann auf jeden Fall noch das Zeug hier. Warte mal, was ist das hier eigentlich? Nice. Gut. Habt ihr was Schönes gekocht noch? Ja, mehr Pfannkuchen, nice. Die Kisten können mit hier rein, weil ja stehen ja eh schon welche rum. Das sind zwar die anderen, die so halb kaputt sind, aber was soll's. So, und die beiden Säulen packe ich mal hin in die Ecke. Warum nicht? Gut, packen wir mal das Ding. Ja, ist gut. Dahin. Und die hier. Mehr an die Wand, dass hier noch ein bisschen Platz ist drin. Ja, okay, und mehr kann ich eigentlich auch gar nicht machen. Wir haben noch hier Dekorationen drin. So Fenster wieder. Und Glasflaschen. Die Badewanne können wir mit ins Badehaus stellen. Hier schön mit hin. Ich stelle halt gefühlt alles irgendwie voll, aber ich meine, ich will eigentlich bloß die Punkte haben. Ist mir egal, ob das optisch hübsch ist oder nicht. Die hier können auch noch irgendwo hin. Haben nicht noch so einen Tisch im Inventar hier irgendwo? War nicht was. Ah, noch so eine Uhr. Die hat aber 500 Punkte. Da packe ich die ins Schlafzimmer mit rein. Gut ist. Ah, fast. Schade. Die können auch in die Küche, die würden reinpassen, sag ich mal. Ja, habe ich noch irgendwas zur Deko? Oh, die Glasflaschen passen auch in die Küche eigentlich. 150, das ist ordentlich. Bup und bup. Perfekt. Damit haben wir heute noch in den letzten paar Minuten des Parts was Sinnvolles gemacht. Stufe 5 erreicht.
Und im nächsten Part geht es dann ab mit Kämpfen gegen Gegner. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zu mehr Dragon Quest Builders. Ich wollte gerade 2 sagen, aber es ist Dragon Quest Builders 1. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.